Wenn wir dir eine zufällige Form zeigen, senden deine Augen die Informationen an dein Gehirn. Dieses entscheidet dann, was es damit anfangen soll. Vielleicht nicht viel. Wenn wir dir eine andere Form zeigen, werden deine Sinne sie wieder an dein Gehirn senden. Jetzt ist es aber vielleicht in der Lage, damit verknüpfte Informationen zu finden, die in deinem Gedächtnis gespeichert wurden. Was passiert hier gerade? Du hast es vielleicht schon vergessen, aber als du jung warst, wusstest du nichts. Das erste Mal, als du eine bestimmte Form gesehen hast, war sie ohne Bedeutung. Mit der Zeit und auf der Suche nach Ordnung hast du angefangen, Muster zu erkennen. Eines Tages gab jemand diesem bestimmten Ding eine Bedeutung. Dein Verstand stufte es als wichtig ein und beschloss, es für den zukünftigen Gebrauch zu speichern. Wenn du den Gegenstand das nächste Mal siehst, erkennst du ihn und bringst ihn mit einer früheren Erfahrung in Verbindung. Je öfter du solche bedeutungsvollen Erfahrungen machst, desto mehr Daten werden in deinem Gedächtnis gespeichert. Dein Verständnis für diese Sache wächst. Und eines Tages, wenn du diese spezifische Form siehst, wirst du sagen, das ist ein Affe. Und wenn du deinem Verstand etwas Zeit gibst, all diese Erinnerungen nachzuschlagen, wird er vielleicht viele Dinge finden, die du mit diesem einen Stück digitaler Tinte verbinden kannst. Wie funktioniert also dein Gedächtnis? Das Multistore-Modell geht davon aus, dass das menschliche Gehirn über 3 Prozessoren verfügt. Ein sensorisches Gedächtnis, in das neue Informationen eingehen, ein Kurzzeitgedächtnis, das diese Informationen schnell auswertet, und einen Langzeitspeicher, in dem die Informationen potenziell für immer gespeichert werden können. Wir brauchen Aufmerksamkeit, um Dinge in das Kurzzeitgedächtnis zu bekommen, Übung, um sie dort länger zu behalten, und Übertragung, um sie in den Langzeitspeicher zu schicken und wieder zurückzubringen. Versuchen wir nun zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Unser Leben ist ein ständiger Strom von Reizen, die wir auf unterschiedliche Weise wahrnehmen. Es gibt unsere Sinne, wie Sehen, Tasten, Riechen, Hören und Schmecken. Es gibt innere Zustände, wie Stress, Müdigkeit oder Hunger. Und es gibt Gefühle, Wünsche und Absichten. Sie alle gehören zu den Sinneseindrücken, die unser Gehirn ständig zu verarbeiten hat. Das sensorische Gedächtnis kann all diese neuen Reize wahrnehmen. Sie werden dann durch Aufmerksamkeitsprozesse gefiltert und in handhabbare Stücke zerlegt. Diese Informationsbrocken werden dann weitergeschickt. Das Kurzzeitgedächtnis speichert die neue Information einen Moment lang. Dann vergisst es sie entweder, überträgt sie in das Langzeitgedächtnis oder verwendet sie sofort, indem es sie uns bewusst oder uns darauf aufmerksam macht. Unsere Aufmerksamkeit, auch Arbeitsgedächtnis genannt, kann etwa 7 Bits an Informationen für ein paar Sekunden speichern, um eine Aufgabe zu erledigen. Wenn wir aufmerksam sind, kann unser Gehirn neue Erinnerungen an das Langzeitgedächtnis senden. Dies geschieht besonders gut, wenn wir uns ausruhen. Im Schlaf neigen wir dazu, wichtige Dinge zu festigen und andere zu verwerfen, die wir dann vergessen. Das Langzeitgedächtnis ist eine riesige Bibliothek von Geschichten, Erfahrungen, Fakten und Konzepten, von denen wir einige ein Leben lang abrufen können, während wir uns an andere am nächsten Tag nicht mehr erinnern können. In diesem Langzeitspeicher befinden sich wiederum verschiedene Arten von Erinnerungen. Es gibt episodische Erinnerungen, die aus detaillierten Informationen mit einem hohen emotionalen Wert bestehen. Das sind zum Beispiel alle Geschichten, die du erlebt hast und an die du dich vielleicht noch in allen Einzelheiten erinnern kannst, wie der erste Schultag oder der erste Kuss. Vielleicht kannst du dich sogar an einige bestimmte Gedanken von diesem Tag erinnern. Es gibt semantische Erinnerungen, zum Beispiel Fakten oder allgemeines Wissen. Auch wiederholte episodische Erinnerungen wie der Schulweg können sich mit der Zeit in semantische Informationen verwandeln. Man kann sich solche Erinnerungen als ein großes Netzwerk von Ideen vorstellen. Wenn du eine bestimmte Form siehst, denkst du vielleicht Gorilla, Affe, Mensch, Intelligenz. Episodische und semantische Erinnerungen werden als explizite Erinnerungen bezeichnet. Sie sind bewusste Erinnerungen. Sie umfassen alle Informationen und Erfahrungen, von denen wir wissen, dass wir sie haben. Es gibt auch implizite Erinnerungen. Das sind Fähigkeiten und Dinge, derer man sich nicht bewusst ist. Der Vorgang des Gehens baut auf dem Muskelgedächtnis auf.
Du hast es durch Probieren und Scheitern gelernt und hast heute keine Ahnung, wie du es eigentlich machst. Implizite Erinnerungen sind auch am Werk, wenn wir unbewusst auf einen Reiz reagieren. Ein Prozess, der als Konditionierung bekannt ist. Um die Dinge noch komplizierter zu machen, ändern sich unsere Erinnerungen oft. Manchmal vergessen wir Teile, manchmal fügen wir alten Erinnerungen neue Details hinzu, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen. Wenn wir an einen Urlaub denken, den wir mit jemandem gemacht haben, den wir nicht mehr mögen, kann eine Reise, die eigentlich schön war, heute als unangenehm in Erinnerung bleiben. Wenn du also das nächste Mal diese oder jene Form siehst, solltest du innehalten und der Tatsache Tribut zollen, dass es in deinem Gehirn mehr Verbindungen als Sterne im Universum gibt und die dir helfen, die Informationen, Gedanken und Erinnerungen zu organisieren, die dich durchs Leben führen. Das Beste an Erinnerungen ist immer noch, sie zu schaffen. Neue Dinge auszuprobieren, zu scheitern und sie dann wieder zu versuchen, ist eine gute Methode, um genau das zu tun. Wenn dir gefällt, wie wir komplizierte Ideen in einfachen Animationen erklären, kannst du uns unterstützen. Gehe zu patreon.com/sprouts. Besuche uns einfach, finde heraus, wie es funktioniert und was für dich dabei herausspringt. Wir hoffen, dich dort zu sehen.